Grüßt euch. In letzter Zeit haben uns in der Kanzlei einige Anfragen zum Thema Mobbing erreicht. Deshalb wollen wir uns heute damit beschäftigen, was ist Mobbing, wie definiert die Rechtsprechung Mobbing und was könnt ihr als Betroffene dagegen tun. Wenn dich generell arbeitsrechtliche Themen, vor allem aus Arbeitnehmerperspektive, interessieren, dann abonnier doch gerne diesen Kanal. Schwierig ist es zunächst, klar einzuordnen, was denn jetzt unter Mobbing fallen soll. Die Rechtsprechung definiert Mobbing als Anfeindungen, Schikanen und Diskriminierungen, die regelmäßig, systematisch und über einen längeren Zeitraum stattfinden und den Arbeitnehmer dadurch in seinem Persönlichkeitsrecht verletzen. Dabei können diese Mobbinghandlungen von Kollegen ausgeübt werden, aber auch vom Arbeitgeber oder vom Vorgesetzten selbst. Wichtig ist eben nach der Rechtsprechung, dass diese ganzen Handlungen systematisch und mit einer gewissen Regelmäßigkeit stattfinden. Das heißt, es ist hier relativ schwierig, pauschal zu sagen, das ist Mobbing und das ist kein Mobbing. Man muss jetzt immer den konkreten Einzelfall und das Verhalten in der Gesamtschau des Arbeitgebers oder dieses Kollegen betrachten, um zu schauen, ob das denn jetzt Mobbing im Sinne der Rechtsprechung sein kann. Zum Beispiel kann eine einzelne Abmahnung für sich genommen, auch wenn diese offensichtlich unbegründet und haltlos ist, normalerweise diesen Mobbing-Tatbestand noch nicht erfüllen. Da müssten eben noch weitere Gesichtspunkte dazukommen, noch weitere Handlungen. Anders kann es natürlich aussehen, wenn eine Vielzahl von Abmahnungen zum Beispiel ausgesprochen wird gegenüber dem Arbeitnehmer und diese eben allesamt ziemlich haltlos sind und dann in der Gesamtschau einfach ersichtlich wird, dass diese Handlungen, dieser Ausspruch der vielen Abmahnungen offensichtlich der systematischen Diskriminierung des Arbeitnehmers dient. Auch wenn das Ganze hochgradig einzelfallabhängig ist, wollen wir uns natürlich jetzt wieder an den Fakten und zwar an der Rechtsprechung orientieren und hier auch ein anschauliches Beispiel einmal kurz erörtern. Und zwar in dem Fall des LAG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.10.2019, wurde dem sogenannten Mobbing-Opfer 7.000 Euro als Schmerzensgeld zugesprochen. Das heißt jetzt allerdings nicht, wenn wir jetzt diese Tatsachen durchgehen, die da vorgefallen sind, dass wenn ein, zwei oder drei bei euch auch vorliegen, dass das dann automatisch Mobbing sein muss. Genauso wenig heißt es, dass all diese Voraussetzungen irgendwie vorliegen müssen oder eine derartige Vielzahl von Voraussetzungen vorliegen muss, um den Mobbing-Tatbestand zu begründen. Wir wollen hier jetzt einzig und allein mal ein anschauliches Beispiel herausziehen und uns das mal genauer anschauen. In dem Fall war es so, dass die Arbeitnehmerin eine gehobene Stellung innerhalb des Unternehmens innehatte. Sie war direkt unterhalb der Geschäftsleitung angesiedelt. Ihre Aufgabe war es zum Beispiel, die koordinierende und terminliche Verantwortung für den Fortschritt von Projekten zu übernehmen. Sie sollte auch mit externen Dienstleistern zusammenarbeiten und bei IT-relevanten Projekten Aufgaben zur internen Unternehmenskommunikation übernehmen. Das heißt, es war durchaus eine verantwortungsvolle Stelle, die viel mit Kommunikation zu tun hat, beziehungsweise bei der Kommunikation eine große Rolle spielt. Man hatte ihr hier allerdings dann minderwertige Aufgaben gegeben. Ja, das war so der erste Punkt, der da nicht so ganz stimmte. Sie musste Ablage machen und unter anderem die Erfassung von mehr als 10.000 Bewertungsbögen von Kunden. Weiter war sie nicht im Organigramm des Unternehmens aufgenommen, obwohl sie eben direkt der Geschäftsführung unterstand. Dann hat man ihr monatelang kein Namensschild an ihrer Tür erteilt. Weiter hat man ihr trotz kontinuierlicher Nachfragen kein Feedback zu ihrer Arbeitsleistung geben wollen. Man hat ihr die Kommunikation mit anderen Mitarbeitern grundlos untersagt und auch anderen Mitarbeitern gesagt, sie sollen nicht mit der Arbeitnehmerin kommunizieren. Außerdem hat man ihr immer wieder suggeriert, dass die von ihr erledigten Aufträge überhaupt keinen Mehrwert für das Unternehmen hätten. Ja, also das ist doch eine ganze Palette, wo man sehen kann, okay, das sind hier wirklich viele Anhaltspunkte, die dafür sprechen, dass man hier wirklich eine systematische Diskriminierung bejahen kann. Und in der Gesamtschau hat man dann eben eine Persönlichkeitsverletzung der Klägerin, der Arbeitnehmerin angesehen und ihr ein Schmerzensgeld in Höhe von 7.000 Euro zugesprochen. So, was kannst du jetzt tun, wenn du von solchen oder von ähnlichen Handlungen betroffen bist, die du auch als Diskriminierung erlebst? Ja?
Dann gilt es erstmal Ruhe zu bewahren, sachlich zu bleiben und nicht irgendwelche überhasteten emotionalen Entscheidungen zu treffen. Wir erleben in unserer Praxis natürlich häufig, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dann völlig aufgelöst selbst kündigen und das Handtuch werfen und es dann hinterher in einem klaren Moment bitter bereuen. Das solltest du nicht tun. Du solltest dir auf jeden Fall Unterstützung holen, erstmal mit Vertrauten darüber sprechen, klar auch zum Anwalt gehen, aber auch zum Arzt. Nicht selten ist es so, dass aufgrund dieser psychischen Belastung, die eben mit dem Mobbing einhergeht, auch der Arzt zum Ergebnis kommt, dass du jetzt erstmal arbeitsunfähig bist, ja, und dass der dich dann erstmal aus dem Verkehr zieht. Und das ist auch nicht schlimm, das ist durchaus auch üblich, ja, weil eben diese Situationen regelmäßig als so belastend empfunden werden von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Dann ganz wichtig natürlich ein sogenanntes Mobbing-Tagebuch zu führen. Du kannst es auch anders nennen, zum Beispiel Dokumentation der Pflichtverletzungen des Arbeitgebers oder wie auch immer du es nennen willst. Aber ganz wichtig ist, dass du sämtliche Vorfälle, die solche Diskriminierungshandlungen begründen können und könnten, klar dokumentierst, aufschreibst mit Zeit, Ort, Datum, Personen, die auch dabei waren, zum Beispiel Zeuginnen, Zeugen, Beweismittel sammelst, vielleicht können das auch irgendwelche E-Mails sein zum Beispiel. Ja. Ganz wichtig ist, dass du dich an dem Sachverhalt orientierst, ja, dass da keine Wertungen geschildert werden. Dass du nicht zum Beispiel schreibst, am 28.03. hat mich der X beleidigt. Ja. Das ist natürlich nicht gut, weil da kann man keine rechtliche Wertung vornehmen. Du müsstest dann schreiben, am 28.03. hat mich da und da der Mitarbeiter X als unfähig beschimpft. Ja. Dabei war dann auch noch der Mitarbeiter Z und der Y vielleicht noch. Ja. Und das ist dann was, damit kann man was anfangen. Im nächsten Schritt kann man natürlich, wenn es einen Betriebsrat gibt und man diesem auch vertraut, kann man natürlich auch den Betriebsrat einschalten. Das ist häufig auch eine gute Idee. Der Betriebsrat kann natürlich hier auch versuchen, dann Abhilfe zu schaffen, ja, mit dem Arbeitgeber. Und wenn das nicht gelingen sollte, dann kann der Betriebsrat unter Umständen sogar die sogenannte Einigungsstelle anrufen. Das kostet wieder Geld für den Arbeitgeber, ist häufig kein schlechtes Druckmittel. So, welche Ansprüche kann man denn jetzt geltend machen gegenüber dem Arbeitgeber? Schmerzensgeldansprüche, das haben wir ja vorhin schon angesprochen, aber auch Schadenersatz, das heißt Ersatz des materiellen Schadens, zum Beispiel Arztkosten, Behandlungskosten aufgrund dieser psychischen Beeinträchtigungen, aufgrund der Diskriminierungshandlungen, das ist durchaus denkbar. Häufig wollen natürlich die Arbeitnehmer da auch nicht weiterarbeiten in so einer Mobbing-Situation, wollen häufig den Arbeitgeber wechseln und dafür lässt sich natürlich auch dieser Mobbing-Sachverhalt häufig nutzen, ja, dieser schwelende Mobbing-Konflikt, um dann die eigene Verhandlungsposition in eine Abfindungsverhandlung zu stärken. Ja. Wenn der Arbeitgeber nämlich weiß, da kommen vielleicht wirklich auch fundierte Schadenersatz-, Entschädigungsansprüche auf mich zu, dann ist er häufig auch bereit, da wirklich ein bisschen tiefer in die Tasche zu greifen. Ja. Aber dafür ist natürlich ganz wichtig, dass da ordentliche Beweismittel gesammelt werden. Wenn die nicht vorliegen, wenn die Leute zu uns in die Kanzlei kommen und einfach sagen, Herr Rechtsanwalt, ich werde da gemobbt, das ist dann halt immer ein bisschen schwierig. Also man braucht dann wirklich konkrete Sachverhalte und dann kann man mit dem richtigen Anwalt häufig da auch ganz gut was rausholen. Einfacher hat es der Arbeitnehmer übrigens in den Fällen, in denen auch der Anwendungsbereich des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes eröffnet ist. Das heißt zum Beispiel, wenn die Diskriminierungshandlungen zum Beispiel aufgrund des Alters, des Geschlechts oder der ethnischen Abstammung des Arbeitnehmers verübt werden. Dann gibt es gewisse Beweiserleichterungen und da werden wir uns in einem künftigen Video einmal damit beschäftigen. Ansonsten danke ich herzlich für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Bis dahin.